Hallo, ich bin Anna. Ihr kennt mich bestimmt noch aus unserem letzten Video. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, hier könnt ihr es finden. Es ist ganz leicht auf YouTube zu finden. Ihr müsst einfach nur Skoliose und jetzt eingeben. Heute möchte ich euch mit auf eine Reise über die Physiotherapie nehmen, die bei Skoliose angewandt wird. Alexander, du bist Physiotherapeut und hast selber Skoliose. Da kannst du uns doch bestimmt eine Menge über die Physiotherapie dafür erzählen. Ja, sicher. Bei der Krankengymnastik zur Behandlung von Skoliose geht es darum, die Wirbelsäule zu begradigen, zur Mitte zu rücken und zu entdrehen. Und es gibt sicherlich sehr viele Krankengymnastikmethoden mit vielen Übungen. Zum Beispiel, kannst du mir auch so einen Kasten geben? Ja, klar. Super, danke. Die bekannteste Methode ist sicherlich die nach Katharina Schroth. Da geht es um Haltungskorrektur. Sie macht erstmal bewusst, wie die Fehlhaltung durch die Skoliose ist und schult dann mit bestimmten Bewegungsabläufen und Positionen, wie die Skoliose sich verbessern kann. Bei dieser Übung geht es darum, die Wirbelsäule zu strecken, die einzelnen Abschnitte des Oberkörpers übereinander zu ordnen und dadurch die Skoliose zu korrigieren. Die Methode nach Katharina Schroth ist die, die am weitesten verbreitet ist. Sie ist relativ komplex und kann am besten in einer Reha gelernt werden. Genau, und da nehme ich euch jetzt mit hin. Die dreidimensionale Therapie nach Katharina Schroth ist das Kernstück unserer Skoliose-Intensivrehabilitation. Wir versuchen mit Hilfe von Spiegeln und unter Einsatz von Therapeuten, dem Patienten ein ganzheitliches Übungsprogramm nahezubringen, damit er seine Haltung aufrichtet und verbessert. Zusätzlich werden Atemtechniken erlernt, die auch der Rumpfdeformität entgegenwirken sollen. In der Schrotttherapie richtet sich die Übungsauswahl nach dem individuellen Skoliosemuster der Patientin oder des Patienten. Alle Übungen laufen nach einem standardisierten Muster ab, unterscheiden sich aber in der Zielsetzung und der Schwerpunktsetzung. Typisch für die Schrotttherapie ist auch die Korrekturatmung, die wir in allen Übungen gezielt einsetzen. Und wir sehen hier eine Patientin bei der Übung zwischen zwei Stäben. Es geht darum, das Einstellen und Stabilisieren der Korrekturhaltung zu trainieren. Wichtig dabei ist die Spiegelkontrolle von vorne, aber auch das Feedback oder die Unterstützung des Therapeuten mit speziellen Griffen und der verbalen Rückmeldung, wie die Patientin die Übung ausführt. Die Übung Segel korrigiert die Hauptkrümmung im Bereich der Brustwirbelsäule und dehnt das dazugehörige Rippental auf. Der Patient übt in dem Fall auf einer labilen oder beweglichen Unterlage, was die Übung für ihn anspruchsvoll macht und gleichzeitig das Gleichgewicht trainiert. Bei der Übung Schultergegenzug nutzen wir einseitige Muskelaktivitäten zur Korrektur der Hauptkrümmung, die ausgelöst werden über einen einseitigen Zug, in dem Fall rechts, an einem Gummiband. Der Patient atmet gleichzeitig in die linke Brustkorbhälfte, um das Rippental zu weiten und zu öffnen. Und was ist mit Sport? Man hört immer wieder, dass man mit Skoliose keinen Sport machen soll. Nein, das sehen wir nicht so. Im Gegenteil. Also wir finden, Bewegung ist sogar sehr wichtig. Durch Sport und Bewegung fördern wir die Mobilität und stärken die Stabilität. Wichtig ist für uns nur, dass eben Sport in geeignetem Maße durchgeführt wird. Das heißt eben, bei Leistungssport sollte man etwas vorsichtiger sein und unbedingt in diesem Fall den behandelnden Arzt mit zu Rate ziehen. Ansonsten ist jede Sportart unsererseits erlaubt. Wir finden es nur wichtig, dass eben Sport nicht als Zwang empfunden wird, sondern Spaß machen muss. Und wie oft muss man die Übungen machen? Bei uns sind ja vorwiegend jugendliche Patienten, die in der Regel zwischen 3 und 6 Wochen bleiben. In dieser Zeit lernen sie ein auf sie abgestimmtes Übungs- und Trainingsprogramm. Und wir empfehlen eben diese Übung zu Hause dann für sich in Eigenregie so circa 5-mal die Woche eine halbe Stunde durchzuführen. Wie sind denn die Aussichten, dass sich die Skoliose dadurch verbessert? Zunächst mal ist es wichtig festzuhalten, dass für uns ein Erfolg sich nicht nur in einer Verbesserung zeigt, sondern eben gerade im Jugendalter und bei höhergradigen Skoliosen auch schon ein Erfolg gegeben ist, wenn es zu keiner Verschlechterung kommt. Während der Reha messen wir eine Verbesserung üblicherweise mit dem Skoliometer und das tun wir am Anfang und auch am Ende der Reha.
Oftmals können wir durch eine Behandlung bei uns hier eine deutliche Verbesserung der Rotation, der Haltung und auch der Atmung feststellen. Wenn man also regelmäßig seine Übungen macht, kann sich die Skoliose dadurch wesentlich verbessern. Gibt es denn auch andere Arten der Krankengymnastik? Ja, sicher. Es gibt die manuelle Therapie. Die kenne ich nicht. Bei der manuellen Therapie werden bestimmte Handgriffe und Mobilisationstechniken eingesetzt, mit denen Schmerzen gelindert werden und Bewegungsstörungen behoben werden können. Und diese Handgriffe, die können dann auch in Schrotübungen übergehen. Hier wird erst die Verspannung in der Muskulatur gelöst und dann werden die Rippenwirbelgelenke mobilisiert. Es gibt noch ein paar andere Alternativen, zum Beispiel die funktionelle Bewegungslehre nach Klein-Vogelbach oder die Therapie nach Wolter oder Brunko. Aber ein Arzt wird immer die Methode empfehlen, die für den Patienten, für seine Skoliose und für das Alter am sinnvollsten ist. Ich finde noch ganz interessant das therapeutische Klettern. Was? Moment, ich zeig's dir. Das Klettern ist praktisch eine Ganzkörpertherapie oder ein Ganzkörpertraining, bei dem Motorik und Koordination geschult werden. Und außerdem macht es Kindern und Jugendlichen besonders viel Spaß und ist eine schöne Ergänzung zur Physiotherapie. Durch Skoliose sind euch keine Grenzen gesetzt. Manchmal kommt ihr dadurch sogar höher hinaus als manch anderer.